erste Aufgabe ist, wir werfen den Ball hoch und klatschen hinterm Rücken. Ich zeige das nochmal von der Seite. Bei wem das noch nicht so gut klappt, der kann den Ball hochwerfen, einmal aufticken lassen, hinterm Rücken klatschen und auffangen. Da habt ihr ein bisschen mehr Zeit. Ansonsten machen wir das jetzt 5-mal. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schwieriger. Und zwar klatschen wir jetzt 2-mal hinterm Rücken. Zeig mal von der Seite. Wird schon ein bisschen schwieriger, merkt ihr. Wenn ihr mehr Zeit braucht, den Ball einfach ein bisschen höher werfen. Und noch ein. Als nächstes kombinieren wir unsere beiden Übungen. Das heißt, vorm Körper klatschen und hinterm Körper klatschen. Das machen wir jetzt beides auf einmal. Einmal vorne und hinten. Zeig es nochmal von der Seite. Davon machen wir jetzt 5 Stück. Noch ein. Jetzt können wir das auch mal versuchen, häufiger zu machen. Hier geht auch wieder, wenn es nicht so gut klappt. Einmal aufticken lassen. Ansonsten versuchen wir das jetzt mehrmals zu machen. Schon klappt nicht immer. Immer den Ball wiederholen. Zeig es nochmal von der Seite. Wenn ihr es ganz gut könnt, könnt ihr es auch mal 3-mal probieren. Klappt bei mir noch nicht so gut, aber da seht ihr, wir müssen das alle auch üben.